Völlig frustriert setzt sich Flavio Simonetti ans Steuer seines Autos. Gibt Gas, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und setzt den Wagen bei hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Was ihn weiterleben lässt und warum er davon überzeugt ist, dass es selbst in der größten Enttäuschung Hoffnung gibt, das erzählt er uns heute bei Hoffnungsfest. Und damit recht herzlich willkommen bei Hoffnungsfest hier aus Dortmund. Schön, dass Sie mit dabei sind und auch Ihnen hier in der Eventkirche ein herzliches Willkommen. Es gibt so Momente im Leben, da denkt man, jetzt ist alles vorbei, da geht gar nichts mehr. Ein heftiger Streit, vielleicht sogar eine Trennung, der Verlust des Arbeitsplatzes, all das sind so Enttäuschungen, bei denen man so das Gefühl hat, dass einem irgendjemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Wir wollen heute darüber reden, wie unser Leben in solchen Situationen einen ganz neuen Halt bekommen kann. Wir haben Kim Rauchholz und Yassir Erik kennen das aus eigenen Erfahrungen, diese Enttäuschungen, die einem das Leben schwer machen. Und sie werden von ihrer Hoffnung sprechen. Und Flavio Simonetti hat an einem absoluten Tiefpunkt seines Lebens eine echte Überraschung gemacht. Eine Überraschung, die sein Leben komplett umgekrempelt hat. Ich trainiere schon seit über 23 Jahren, bin der erste deutsche Fitness-YouTuber und durfte in den letzten 13 Jahren Millionen von Menschen helfen, körperlich fit zu werden. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, einen Übergang zu schaffen vom Sport aufs Leben. Leute, die sportlich aktiv sind und es regelmäßig machen, man sieht sie im Ausstrahlung, man sieht, sie ziehen Dinge durch. Und das sind extrem wichtige Eigenschaften, die vielen Menschen im Alltag fehlen. Hallo, mein Name ist Flavio Simonetti. Ich bin in Würzburg aufgewachsen, christlich erzogen worden. Und als die Schule zu Ende war, habe ich einen Ausbildungsplatz gesucht. Aber da wurde nichts draus. Also es war schwierig, was zu bekommen und irgendwie habe ich so ein bisschen die Hoffnung verloren, wo es mit mir in Zukunft hingehen kann. Ich habe dann ein Buch gefunden, wo darüber geredet wird, wie man erfolgreich wird, wie man reich wird. Das hat mich dann irgendwie in jungen Jahren total getriggert. Ich dachte mir, krass, also vielleicht, wenn mich keiner will, dann kann ich selber das Glück erzwingen. Und habe mich ganz unbewusst von Gott und der Beziehung mit ihm verabschiedet. Ich habe dann viele verschiedene Sachen ausprobiert, um erfolgreich zu werden. Ich habe Sportwetten gemacht, ich habe an der Börse spekuliert, ich habe Versicherungen verkauft, Pizza ausgefahren, in der Fabrik gearbeitet, ich habe Messebau, Fensterbau gemacht, ganz, ganz viele Sachen über die nächsten paar Jahre und habe versucht, auf irgendeine Art und Weise erfolgreich zu werden. Also im Jahr 2008 hat sich alles ein bisschen zugespitzt. Meine langjährige Freundin hat Schluss gemacht. Meine Selbstständigkeit ist an die Wand gefahren. Und ich habe immer mehr eine innerliche Leere gespürt. Und ich bin irgendwann unter der Woche, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss raus. Ich will irgendwie noch was erleben. Ich bin durch die Stadt gefahren und ich kam an der Ampel an. Ampel war rot und neben mir kam plötzlich ein Auto. Ich habe rübergeschaut und es war ein Blick, wir wussten beide, was passiert. Wir haben gewartet, bis die Ampel grün ist, haben Vollgas gegeben und nach wenigen 100 Metern war mein Tacho plötzlich auf 160 mitten in der Stadt. Und ich wusste, ich muss unbedingt auf die Bremse. Ich bin voll in die Eisen gegangen und habe in der Kurve die Kontrolle über mein Auto verloren und bin frontal mit 65 gegen den Baum gefahren. Mit 65 km/h voll gegen den Baum und heute Abend hier bei Hoffnungsfest zu Gast. Herzlich willkommen, Flavio Simonetti. Dankeschön. Schön, dass du bei uns bist, ganz putzmunter und ohne Blessuren, so wie ich das sehe. Wir wollen darüber sprechen, was damals passiert ist und was sich durch diesen Crash und auch danach in deinem Leben verändert hat. Volle Kanne gegen den Baum,
Wie durch ein Wunder bist du in dieser Nacht unverletzt aus dem Auto ausgestiegen. Ja. Beschreib uns das nochmal. Wie groß und wie verzweifelt muss man sein? Und was war so der Auslöser, dass es zu diesem Autorennen kam? Wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Also ich hatte irgendwie eine tiefe Leere in mir, muss ich sagen. Es hat sich durch viele Situationen zugespitzt. Und ich bin jetzt nicht losgefahren, um zu sagen, ich mache jetzt so eine Dummheit. Es war eine Leere in mir und das war ein dummer Impuls in dem Moment, den ich nachgegangen bin. Man muss auch sagen, es war jetzt keiner auf der Straße, also die Straße bis auf das Auto leer. Und man knallt gegen den Baum und realisiert, man riecht den Airbag, den rieche ich heute noch. Und man denkt, was ist jetzt hier passiert? Also das Leben an die Wand gefahren, ganz, ganz, ganz komischer Moment. Du hast ja auch so beschrieben, dass du sehr erfolgreich warst. Was hat dich angetrieben, so ehrgeizig zu sein, so dieses Streben nach Erfolg? Was hast du dir dadurch erhofft? Also ich war natürlich nicht erfolgreich. Ich habe mir erhofft, dass ich Leuten im Umfeld zeigen kann, schon mal, Flavio kriegt was hin, auch wenn keiner an ihm glaubt. Ich habe gehofft, dass ich mir ein Leben aufbauen kann mit materiellen Reichtümern. Und habe mir da ein Luftschloss aufgebaut, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, eigentlich war es gut, dass es nie so weit kam. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du mal in so einer WG irgendwie gewohnt hast. Und ihr habt euch da einen Schrein eingerichtet, also so eine Ecke, die so euer Heiligtum war in der WG. Erzähl mal, was es damit auf sich hat. Ja, also wir waren beide total fixiert auf Erfolg. Materiellen Erfolg und irgendwie kamen wir auf die Idee, haben dann so ein Styropor-Teil gehabt, das haben wir golden angemalt und dann stand wirklich Erfolg drüber, links und rechts so ein Bulle und ein Bär, also gute und schlechte Zeiten und das war so unser Credo im Leben, wir wollen erfolgreich werden. Mhm. Du hast ja auch gerade so schon ein bisschen angedeutet, du bist christlich aufgewachsen, hast aber irgendwann dich vom Glauben verabschiedet. Ja. Und warst voll auf dieser Suche nach Erfolg. War das so viel attraktiver als der christliche Glaube oder warum hast du dich vom Glauben abgewendet? Es gab so Momente im Leben, wo ich gedacht habe, Gott gibt es nur in zwei Geschwindigkeiten, langsam oder sehr langsam. Und das war für mich irgendwann unattraktiv. Ich wollte auf die Überholspur, ich wollte was erreichen und wenn ich das im Alten Testament gelesen habe, ja, von Mose, der erst mit 40 Jahren von Gott dann irgendwie rauskam und dann nochmal 40 Jahre in der Wüste war, ich dachte mir, also mit 80 will ich da nicht mein Leben anfangen. Und auch die Israeliten, die da irgendwie ewig im Kreis rumgelaufen sind, ich dachte mir, irgendwie muss doch da ein schnellerer Weg sein und vielleicht kann ich das ja auf meine Art und Weise beschleunigen und das war so mein Grundgedanke. Und dann kam es ja irgendwann in einer Situation, wo du eben völlig enttäuscht warst, die finanzielle Existenz war am Ende, der Erfolg hat sie nicht so richtig eingestellt, die Beziehung zu der damaligen Freundin ist in die Brüche gegangen, kam es zu dieser Nacht mit dem Crash und du bist ja äußerlich unverletzt aus dem Auto ausgestiegen, aber innerlich warst du total am Ende. Ja. Das war ja so ein Moment, wo du dich irgendwie wieder daran erinnert hast, Mensch, da gibt es ja doch diesen Glauben, diesen Gott. Wie sah das aus in dieser Nacht? Was ist da passiert? Ja, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dann kam natürlich die Polizei und so weiter. Irgendwann bin ich nach Hause gelaufen und in diesem Schockmoment habe ich das noch gar nicht alles begriffen. Aber als ich zu Hause war, bin ich emotional zusammengebrochen. Also ich habe geweint und habe dann verstanden, wie nah ich da am Tod vorbeigegangen bin. Und ich habe gespürt, es ist Zeit, wirklich wieder Beziehung zu Gott aufzubauen. Ich bin auf die Knie gegangen, habe gebetet, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Leben hier abläuft. Ich habe die letzten 6, 7 Jahre ausprobiert. Ich war immer fleißig. Ich habe 6, 7 Tage die Woche gearbeitet, habe jede freie Stunde genutzt, um Bücher zu lesen, um Seminare zu besuchen, um alles zu reinvestieren. Das hat nichts gebracht. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Leben hier abläuft. Nimm du mein Leben in die Hand und wenn du einen besseren Plan hast, dann mach es. Ich habe eigentlich rein menschlich total kapituliert und habe mein ganzes Vertrauen in Gott gesteckt. Du hast gesagt zu Gott, nimm mein Leben in deine Hand. Hat er das gemacht? Und wenn ja, wie hat er das gemacht? Also ich kann es auf zwei kleine Geschichten erzählen.
es war so, dass meine Ex-Freundin hat Schluss gemacht und ich war natürlich auch auf die Suche nach einer Frau und habe gehofft, dass da die richtige Beziehung kommt. Und interessanterweise habe ich danach irgendwie nicht mehr diesen Drang gehabt, den ich vorher hatte. Und dann hat mich ein Freund, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, breitester Pass zu Deutschlands, der hat mich damals gefragt, hat gesagt, hast du Lust, zu einer Jugendfreizeit mitzukommen? Und ich habe gesagt, ich würde gerne mitkommen, aber ich habe kein Geld, ich bin pleite. Ich habe die letzten 500 Euro musste ich an ADAC und Feuerwehr bezahlen für diesen Unfall. Und dann hat er gesagt, hey, pass auf, es gibt eine Möglichkeit, du kannst da in die Küche mitkommen, kannst für die Jugendlichen kochen, da kriegst du es halt für die Hälfte. Und habe ich nachgerechnet, konnte es mir irgendwie leisten und habe dann in der Küche mitgeholfen und habe da meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt 3 Kinder habe. Das war so die erste Geschichte, das war wirklich innerhalb von 2-3 Monaten. Und die andere Geschichte, ich habe viele Geschäftsideen ausprobiert im Laufe der Jahre und ich habe mehrere Bücher, also virtuelle Bücher geschrieben, E-Books. Keins war ein Erfolg. Und dann irgendwann habe ich so einen Eindruck gehabt, nach ein paar Wochen, so Flavio Fitness. Es kam so ein Gedanke und dieser Gedanke war nicht von Gier, sondern es war ein sehr gesunder Gedanke. Und der war viel tiefer als all diese Ideen, die ich vorher hatte. Und ich hatte das Gefühl, dieser Gedanke kommt von Gott. Und ich habe gestartet, habe mein erstes E-Book rausgebracht. Das war ein Erfolg. Und 2009 habe ich dann YouTube gestartet und das war dann, das ging dann durch die Decke. Und mittlerweile haben Millionen von Leuten die Videos gesehen. Und was ich schön fand, und das war das Feedback, was ich oft von Leuten bekommen habe. Nach außen hat man das Gefühl, es geht um Muskeln, um Aussehen. Aber tief im Inneren haben mir Leute immer wieder berichtet, dass sie Veränderungen erlebt haben und Einfluss. Und das ist das, um was es mir geht, also Menschen Einfluss zuzusprechen. Und ich habe das unter dem Credo unaufhaltsam leben. Ich glaube, wir können unaufhaltsam leben, wenn wir wissen, was unsere Identität ist und wenn wir wissen, was wir im Leben können. Oh, vielen Dank, Flavio, bis hierher. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Vielleicht sehen Sie sich auch nach so einer Überraschung mitten in einer Enttäuschung. Wir hören gleich einige Gedanken dazu von Miham Kim Rauchholz, lernen aber davor 2 Männer kennen, die mitten in einer Enttäuschung auch eine ganz große Überraschung erlebt haben. Kleopas und ich, die sogenannten Emmaus-Jünger, sind gerade sehr in Eile. Gleich haben wir das Haus erreicht, in dem die anderen Jünger von Jesus sich immer treffen. Kommen Sie doch mit und hören Sie auch, was wir zu berichten haben. Wir sind da. Leute, wir müssen euch was erzählen. Kleopas und ich waren heute auf dem Weg nach Emmaus. Wir waren so traurig und enttäuscht. Was hatten wir doch für eine Hoffnung in Jesus gesteckt? Er sollte uns von den Römern befreien. Er sollte uns Frieden bringen. Er sollte der Retter sein. Und dann lässt er sich umbringen. Er hätte das doch verhindern können. Aber stattdessen hat er uns einfach verlassen. Irgendwie haben wir alles in Frage gestellt, was wir bisher über Jesus dachten. In unserer Enttäuschung kamen wir nur langsam voran. Plötzlich kam von hinten ein Mann, den wir nicht kannten. Er sah unsere langen Gesichter und fragte direkt, was denn los sei. Also haben wir unseren ganzen Frust geschildert. Er konnte aber nicht so richtig nachvollziehen, warum wir so niedergeschlagen sind. Er erklärte uns, was im Alten Testament schon über den Messias beschrieben wurde. Und dass doch dort steht, dass er leiden und sterben würde. Dieser Mann war immer noch total überzeugt, dass der Tod von Jesus nicht das Ende sei. Es wurde immer später und wir luden unseren Begleiter ein, bei uns zu Abend zu essen und zu schlafen. Er willigte ein. Wir freuten uns, denn er war wirklich ein beeindruckender Mensch. Irgendwie haben Kleopas und ich beide gemerkt, dass er uns ruhig machte. Er strahlte einen tiefen Frieden aus. Hoffnung keimte auf. Ist vielleicht doch noch nicht alles vorbei? Uns wurde richtig warm ums Herz. Und dann brach der Mann das Brot, sprach ein Segensgebet und wow, plötzlich erkannten wir ihn. Es war Jesus, der die ganze Zeit mit uns gewandert war. Es war Jesus, der da das Brot brach. Jesus selbst hatte uns die Vorhersagen der Schrift erklärt. Jesus lebt. Wir haben ihn gesehen. Wir dachten, all unsere Träume sind geplatzt. Doch stattdessen ist es die Enttäuschung, die nun geplatzt ist. Es ist alles wahr. Leute, das müssen wir unbedingt allen weitererzählen. Der Weg nach Emmaus. So wird die biblische Geschichte, die wir soeben gehört und auch gesehen haben, oft bezeichnet.
Sie handelt von zwei Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, ihre größten Hoffnungen auf ihn gesetzt haben und dann aber zutiefst enttäuscht worden sind und nun auf ihrem Weg nach Emmaus versuchen, diese Enttäuschung zu verarbeiten und zu verstehen, was da eigentlich am Kreuz abgelaufen ist. Es geht dabei vor allem um Jesus von Nazareth, der Menschen geheilt hat von unheilbaren Krankheiten, Stürme gestillt hat, mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen satt gemacht hat und sogar Tote auferweckt hat, von denen sie zu Recht gehofft haben, dass er Israel erretten und befreien würde von den verhassten damaligen Weltmacht Rom. Aber anstatt, wie er hofft, die Römer zu vernichten, wird er von den römischen Soldaten gegeißelt, gekreuzigt und begraben. Bis zuletzt haben sie noch gehofft, dass noch was kommt, dass eine dramatische Wende alles entscheidet, aber da kam nichts. Jesus ist gestorben und begraben und damit auch ihre Hoffnungen, die sie auf ihn gesetzt haben. Und in dieser tiefen Enttäuschung und Ratlosigkeit machen sich die Männer auf dem Weg nach Emmaus und begegnen auf diesem Weg einem Fremden, der sich zu ihnen gesellt. Und sie kommen ins Gespräch. Er ist der auferstandene Jesus, aber die Jünger erkennen ihn nicht. Und nachdem er sich angehört hat, was sie so niedergeschlagen macht und warum sie so enttäuscht sind, erklärt er ihnen anhand der Bibel, dem Alten Testament, was denn tatsächlich über den Retter Israels, den Christus, vorhergesagt worden ist und wie das zusammenhängt mit den Ereignissen der letzten Tage, die sie als so verstörend und enttäuschend empfunden haben. Es verwundert und fasziniert mich noch bis heute, wenn ich dann in der Geschichte weiterlese, wie die zwei Männer im Rückblick sich erinnern und dann sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns die Bibel auslegte und erklärte. Und um ehrlich zu sein, von allen Dingen auf dieser Welt, die ein Herz zum Brennen bringen könnten, steht ein theologischer Vortrag über die Bibel bei vielen Menschen wahrscheinlich nicht unbedingt an erster Stelle. Und doch wird es so berichtet in der Geschichte. Und ich glaube, dass das nicht in erster Linie mit theologischen Vorträgen oder mit Bibelwissen zusammenhängt, sondern mit der Wahrheit, die in den Worten Jesus sichtbar und spürbar geworden ist. In unserem Leben schwanken wir oft zwischen Enttäuschungen, zwischen Hoffnungen, die wir haben, die sich dann nicht erfüllen, und Enttäuschungen. Und dann hofft man wieder, dann wird man wieder enttäuscht, so hin und her. Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben eben gerade deswegen immer wieder solche Wege nach Emmaus gibt. In der Schule, im Studium, in beruflichen Karrieren, in zwischenmenschlichen Beziehungen und eben auch in der Frage nach dem Glauben. Wo Hoffnungen und vielleicht auch Gebete, existenzielle Gebete und Erwartungen, die man an Gott gerichtet hat, eben sich nicht erfüllt haben, wie man es sich gedacht hat, und man dann ganz tief enttäuscht so einen inneren Weg nach Emmaus antritt. Weg von Gott und weg von dem Ort und dem Ereignis der Enttäuschung. Und auf diesem Weg nach Emmaus in unserer Geschichte passieren 2 Dinge, die den Ausgang dieser Geschichte völlig überraschend ins Gegensätzliche verändern und aus den enttäuschten 2 Menschen wieder ermutigte und brennende Anhänger von Jesus werden lassen. Das erste ist, die 2 Menschen auf dem Weg werden mit der Wahrheit konfrontiert. Vielleicht hat Jesus sie gefragt, was waren denn eure Hoffnungen und Erwartungen, die ihr an den Messias Gottes hattet? Habt ihr jetzt gehofft, dass ich die Römer alle abschlachte und dass das die große Befreiung ist, die euch retten wird? Sind die Römer eure ultimativen Feinde? Wo ist dann Rom jetzt? Außer ein paar wunderschönen Ruinen des Kolosseums in Italien, Lateinbücher zum Pauken, Katakomben und leckere Pizzas, gibt es Rom als Weltmacht nicht mehr. Wer ist dann unser Feind? Eine neue Weltmacht? China, USA, Russland oder gar Nordkorea? Sind die Feinde von uns Menschen nicht eigentlich wirklich das Böse, das diese Welt so zerrüttet, unsere Familien zerstört, uns zerstört, uns immer wieder auch bewusst macht, dass wir unter so einem Schatten des Todes sitzen, aus dem wir nicht rauskommen mit eigener Kraft? Was für Vorstellungen von dem Feind, von Rettung, vom Messias haben wir? Und worauf basieren unsere Vorstellungen eigentlich? Auf unsere eigenen menschlichen Gedanken, Ängsten, Wünschen und Fantasien? Oder auf der Wahrheit? Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat mal geschrieben, Zitat,
Meine Vorstellung von Gott ist nicht eine göttliche Vorstellung. Sie muss von Zeit zu Zeit erschüttert werden. Gott selber erschüttert sie. Könnten wir nicht fast sagen, dass diese Erschütterung eines der Zeichen seiner Gegenwart ist? Zitat Ende. Nur ein Gott, der wirklich lebt und real ist, hat auch die Kraft, unsere eigenen Vorstellungen von diesem Gott zu erschüttern. Eine leblose Statue im Tempel kann das nicht. Warum nicht? Weil wir sie erschaffen haben. Wir haben sie erschaffen nach unseren Vorstellungen, dick, mit Bauch, ohne Bauch, klein, kurz, lang. Nach unseren Vorstellungen, nach unseren Bildern und Wünschen, wie ein Gott aussehen sollte und wie er zu handeln hat. Und was die zwei Jünger hier auf dem Weg erkennen, ist nichts anderes als die Wahrheit über den Messias Jesus. Dass ihre Vorstellungen von ihm, wie er sich zu verhalten hat, wen er zu vernichten hat und wen nicht, wer zu Gott gehören darf und wer nicht, dass es eben nicht der Wahrheit entspricht. All diese Erwartungen und Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, sind Luftblasen gewesen, die geplatzt sind. Die Wahrheit ist nicht geplatzt. Die Wahrheit hat nicht enttäuscht, sondern sie hat gehalten, was verheißen und prophezeit worden ist. Und ich bin der Überzeugung, dass die Kraft sowohl in der Hoffnung als auch in der Enttäuschung beide in der Wahrheit liegen. Und dass die Wahrheit, wenn wir ihr denn mal begegnen, tatsächlich unsere Herzen zum Brennen bringen kann. Das Zweite, was auf dem Weg nach Emmaus passiert, ist dies. Als theologische Lehrerin wäre ich ja überglücklich, wenn durch einen theologischen Vortrag über die Bibel nun alles geklärt wäre. Aber die Geschichte sagt ja, dass zwar das Herz der beiden Jünger wieder angefangen hat zu brennen, aber brennende Herzen können auch wieder ausbrennen oder erlöschen. Was wirklich die entscheidende Wende gebracht hat in dieser Geschichte, war die Erkenntnis und die Erfahrung, dass dieser Fremde, der sie begleitet und ihnen die Bibel ausgelegt hat, der Jesus Christus ist, den sie vor einigen Tagen haben sterben sehen am Kreuz, hingerichtet von römischen Soldaten und begraben. Und es ist unmöglich. Aber sie sitzen mit ihm am Tisch und er segnet das Brot und bricht es für sie. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Geste, die so vertraut gewesen sein muss für die Jünger, da sie ja sicherlich unzählige Male mit diesem Jesus gegessen haben, in dieser Gemeinschaft mit dem Jesus werden ihre Augen geöffnet und sie erkennen den auferstandenen Herrn. Und damit ändert sich schlichtweg alles. Die Wahrheit kann das Herz zum Brennen bringen und das ist unheimlich wertvoll in einer Zeit wie heute, wo so vieles uns im wahrsten Sinne des Wortes kalt lässt. Aber ich möchte Sie heute einladen, nicht nur zu einer Wahrheit, sondern in eine persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der das nicht nur sagt und dann irgendwo verschwindet, sondern der gemeinsam Tag für Tag durch Höhen und Tiefen, durch Hoffnungen und Enttäuschungen mit uns den Weg geht, auch nach Emmaus. Uns auf diesem Weg mit der Wahrheit und auch als die Wahrheit begegnet und der vor allem mit uns an unserem Tisch sitzt. Abend für Abend, Tag für Tag, das Brot und das Leben mit uns teilt. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus und das Hoffnungsfest, zu dem wir Sie heute einladen möchten. Und in diesem Sinne möchte ich Sie noch einmal ganz herzlich willkommen heißen auf unserem Hoffnungsfest. Jesus schafft ein neues Fundament im Leben der beiden so tief enttäuschten Männer und bringt ihr Herz förmlich zum Brennen. Was für eine beeindruckende Geschichte, wie ich finde. Vielen Dank, Miham, für deine Gedanken. Flavio, wenn du diese Geschichte so hörst, man kann sich das sehr richtig bildlich vorstellen, wie diese Geschichte so abgeht. Was begeistert dich persönlich an dieser Geschichte? Mich begeistert, dass Jesus unter einem sein kann und wir es manchmal gar nicht verstehen. Und ich glaube, das ist heute noch so, dass wir in unserem Leben merken, dass unser Herz brennt und wir unterschätzen, dass Jesus eigentlich viel näher an uns ist, als wir manchmal denken. Und das habe ich so oft auch in meinem Leben erlebt, dass man in Zeiten, wo man vielleicht wenig Geld hat und nicht weiß, wohin mit sich, dass Jesus viel näher an einem dran ist, als wir manchmal denken. Das ist wahrscheinlich auch so eine Erkenntnis, die du jetzt so im Rückblick auf deine eigene Geschichte hast. Jasja, das ist ja tatsächlich etwas, was mich an dieser Geschichte so ja echt verwundert hinterlässt. Die laufen da weg, die haben Jesus gekannt, die haben das miterlebt, wie er gekreuzigt wurde, die haben ihn ja richtig gesehen, die kannten ihn. Und dann laufen sie mit diesem auferstandenen Jesus Richtung Emmaus und er redet viel mit ihnen,
aber sie erkennen nicht, wer er ist. Wie erklärst du dir das, dass die zwei das nicht blicken? Ich finde, das ist wirklich eine tragische Geschichte. Er ist nicht nur mit ihnen gelaufen, sondern hat ihnen schon gesagt. Ja, ich habe gesagt, er wird gekreuzigt, stirbt, wird begraben am dritten Tag. Der Groschen fällt aber einfach nicht. Wie bitte? Der Groschen fällt aber einfach nicht bei den beiden. Richtig. Und ich glaube, das Tragische ist, dass wir nicht glauben oder so, sondern dass Gott in unserem Leben handelt tagtäglich. Und wir sehen das einfach nicht. Und wir nehmen das nicht wahr. Das finde ich tragisch. Und deswegen hoffe ich einfach in diesem Hoffnungsfest, dass Gott auch unsere Herzen so berührt und dass wir ihn wahrnehmen. Und manchmal ist auch in den kleineren Sachen, die in unserem Leben sind. Gibt es in deinem Leben so eine Geschichte, wo du genau so was mal erlebt hast? Ja, oft eigentlich. Als ich im Sudan war, ich war verfolgt. Und manchmal war ich so tief innerlich betroffen, wo ich die Hoffnung verloren habe. Und dann in diesen Momenten, Gott kommt und Jesus umarmt dich und dann du hörst ihm. Und dort musste ich eine Entscheidung treffen. Nehme ich das jetzt wahr oder fange ich zu sagen, ich analysiere oder dass es etwas nicht real ist oder dass ich das wahrnehme und sage, Herr, ich nehme dich wahr und ich höre dich. Ja. Wir haben doch gerade darüber gesprochen, dass das Herz der beiden gebrannt hat. Das ist ja ein ganz eindrückliches Bild in dieser Geschichte. Ihr Herz hat gebrannt, nachdem sie Jesus begegnet sind. Jetzt frage ich mich, wie muss ich mir das heute vorstellen? Wie kann ein Herz für Jesus brennen? Gibt es das heute überhaupt noch? Ja, definitiv gibt es. Und ich bin sogar der Meinung, dass das menschliche Herz dafür geschaffen worden ist zu brennen. Dass es nicht geschaffen worden ist, wie ein Stein einfach da zu liegen, bum, 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 sondern dass das Herz von dem Schöpfer so gemacht ist, dass es pocht für etwas, dass es Leidenschaft empfindet, dass es eben, wenn es die Wahrheit hört, auch darauf reagiert. Und ich glaube, so wie Flavio auch gesagt hat, dass es nicht immer so ist, dass wir es erkennen. Manchmal ist es so wie ein oder manchmal ist es so, das möchte ich haben. Und deshalb habe ich gesagt, es fasziniert, weil wir treffen ja auch Menschen, die haben dann so ein Brennen im Herzen und das fasziniert mehr als jeder Reichtum, ne? Oder als irgendwie gutes Aussehen, zu sehen, da den Menschen treibt was. Da ist was dahinter und ich glaube, dass niemand mehr begeisterungsfähig ist als Jesus Christus, dass niemand mehr liebenswert ist als Jesus Christus und dass ich für niemanden mehr tatsächlich bereit wäre zu leiden, Leidenschaft zu haben als dieser Jesus Christus. Nicht, weil er ein Dogma oder ein Name oder eine Religion ist, sondern weil er sich jeden Tag, jeden Abend, jede Nacht sich bewährt tatsächlich und sich auch beweist. Wo gab es in deinem Leben so einen Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt brennt mein Herz für Jesus, da fängt so ein Herzschlag an für Jesus. Wo war das in deinem Leben? Ich glaube, es war ein Moment, wo ich zu Gott gesagt habe, also ich bin jetzt kein Mensch, der so leidenschaftlich liebt. Das habe ich dann irgendwann merken müssen und ich habe dann zu Gott irgendwann gesagt, weißt du, das ist jetzt irgendwie eine einseitige Beziehung. Ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen, Pastorentochter und habe immer gewusst, dass Jesus mich liebt und irgendwann kam mir dann der Gedanke so mit 23 oder 24, das ist eine ziemlich einseitige Beziehung von dir zu mir, aber von mir kommt da nichts. Ne? Weder habe ich Schmetterlinge im Bauch, noch habe ich ein großes, überfließende Liebe. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich habe ihm tatsächlich so einen Stuhl hingesetzt, du sitzt da, ich sitze hier und jetzt reden wir mal Tacheles. Ich empfinde keine Liebe. Ne? Es ist einfach, ich finde es okay, mit dir den Weg zu gehen, aber da kommt jetzt nichts groß von mir. Und dann hatte ich wirklich den Eindruck, dass Gott jetzt nicht da voll beleidigt zur Seite guckt, sondern es ist Wahnsinn, ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, bring it on. Ich nehme die Herausforderung an. Wir können gemeinsam den Weg gehen und ich verspreche dir, weil ich zu Gott gesagt habe, wenn du ein Wunder tun willst, dann mach das. Schaff es, dass ich mich in dich verliebe. Ich verliebe mich so nicht und überhaupt nicht und liebe eigentlich nur mich selber. Wenn du das schaffst, dann bist du Gott. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott wirklich die Herausforderung angenommen hat und gesagt hat, lass uns gemeinsam ein bisschen laufen durch das Leben. Ne? Und jetzt mit 50 kann ich wirklich von Herzen sagen, dass er die Herausforderung nicht nur angenommen hat, sondern mit Bravour gemeistert hat. Er hat es wirklich geschafft, dass ich ihn mehr liebe als mich selber. Und das ist für mich eines der größten Wunder.
Wow, das ist sehr mutmachend, was ihr erzählt. Vielen Dank bis hierher. Ja, Jesus geht diesen Weg der beiden zutiefst Enttäuschten mit bis nach Emmaus und ja, öffnet ihnen dann sozusagen die Augen und schenkt ihnen ein brennendes Herz für ihn. Über Enttäuschungen und die Frage, wie und ob Jesus das heute auch noch kann, reden wir gleich noch ein bisschen weiter. Davor freuen wir uns aber auf unseren musikalischen Gast heute Abend. 2018 hat er die Castingshow The Voice of Germany gewonnen und ist dann musikalisch so richtig durchgestartet. Heute ist er hier bei uns im Hoffnungsfest zu Gast mit seinem Titel Gut genug. Herzlich willkommen, Samuel Rösch. Filter zeichnen alles schöner als Realität. Und ich glaub nicht mehr an das, was ich im Spiegel sehe. Alle kommen und gehen, ich steh. Im Kopf rotiert den ganzen Tag Negativität. Hab keinen Bock drauf, dass mein echtes Leben untergeht. Lass die Luft aus all den Lügen, ey, die sind passé. Du bist gut genug, sei du selbst, versteck dich nicht. Du bist gut genug, sei du selbst, versteck dich nicht. Du bist gut genug, leb deine Träume Schritt für Schritt. Fass den Mut und blüh auf, du kannst mehr als du glaubst. In dir ruht alles, was du brauchst. Versteck dich nicht. In deinem Innern ruht, was du für deine Meilen brauchst. Lass mal ruhig angehen und nicht auf all die anderen schauen. Eins steht fest, du bist perfekt, genauso wie du bist. Ich hoffe, dass du dir niemals was anders sagen lässt. Du bist gut genug, sei du selbst, versteck dich nicht. Du bist gut genug, sei du selbst, versteck dich nicht. Du bist gut genug, leb deine Träume Schritt für Schritt. Fass den Mut und geh auf, du kannst mehr als du glaubst. In dir ruht alles, was du brauchst. Du bist gut, gut genug, sei du selbst, versteck dich nicht. Du bist gut genug, sei du selbst, versteck dich nicht. Du bist gut genug, dass du bist, ist ein Geschenk. Fass den Mut und blüh auf, du kannst mehr als du glaubst. In dir ruht alles, was du brauchst. Du bist gut, gut genug, sei du selbst, versteck dich nicht. Persönliche Enttäuschung und manchmal, wenn wir Pläne haben und unsere Pläne einfach scheitern am Ende. Ich möchte zu dir heute zwei Erlebnisse erzählen, was in meinem Leben passiert sind. Erstens, ich bin im Nordsudan geboren in einer nicht-christlichen Familie. Ich war sehr religiös. Ich wurde radikalisiert, als ich noch kleines Kind war. Ich habe immer an Gott geglaubt. Und damals war ich auch eifrig in mir und ich wollte viele Sachen tun, um Gott gefallen. Ich habe gefastet, gebetet und sogar ich wollte vor Gott auch kämpfen. Aber ihn habe ich persönlich nicht gekannt. Und in allem diesen Religiosität innerlich war Gott nicht wirklich zu spüren in meinem Leben. Bis eines Tages etwas passiert. Ich war im Krankenhaus. Ich habe den Sohn meines Onkels begleitet und er war todkrank. Die Ärzte gaben ihm null Chance zu leben. Und ich kam jeden Tag und ich saß nur neben ihm und ich wusste einfach nicht, was los passieren wird. Ich habe ihn auch geliebt, meinen Neffe. Und eines Tages kamen zwei Christen, die ich nicht gerne gehabt habe, und einer von denen sagte zu mir, wir sind gekommen, weil sie vor dieses Kind
beten wollen. Ich war so ignorant, ich wusste nicht, dass Christen beten und ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit, ich habe zu ihm gesagt, ja, ihr könntet beten und dann gehen. Und ich war innerlich sicher sein, dass nichts passieren wird, nachdem sie gebetet waren. Aber in der Tat, als sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind zum ersten Mal seine Augen nach 4 Wochen im Koma. Und dort öffnete Gott meine Augen auch. Einer von diesen 2 koptischen Christen saß mit mir und fing mit mir über Gott zu reden. Und er sagte zu mir, Gott liebt dich. Und ich habe gedacht, vielleicht wird er sagen, weil du religiös bist, weil du gebetet hast, weil du toller Mensch bist. Sagte nein, weil Gott Liebe ist. Und er hat zu mir gesagt, ohne Jesus Christus kannst du einfach nicht zu Gott kommen. Und das war meine erste Enttäuschung. Was war mit meiner Religiosität? Und was war mit allem, was ich bis jetzt gemacht habe? Bringt mich das nicht zu Gott? Und er sagte zu mir, leider nicht. Das war meine Enttäuschung. Aber er hat mir von dieser guten Nachricht erzählt, die von der Bibel gekommen ist. Und er sagte zu mir, Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus hat nicht den Weg zu Gott gezeigt, sondern sagte, folge mir nach und ich bringe dich zu Gott. Und da brennte auch mein Herz, obwohl ich wenig von Jesus Christus damals wusste. Die 2. Enttäuschung, die ich im Leben gehabt habe, als Migrant, kam ich nach Deutschland, wie vielen anderen Migranten. Man denkt, man kommt nach Europa und alles ist einfach gut und schön und ohne Probleme. Und viele von uns machen sich auf den Weg und sogar manche von uns sterben im Mittelmeer, weil sie zu diesem hoffnungsvollen Land kommen wollen, Europa, dieser Wunderland. Und viele von uns kommen hier und erleben die erste Enttäuschung. Wir verlassen die große Familie, wir verlassen unseren Namen und wir kommen in eine Gesellschaft, die uns nicht kennt. Sie kennt weder unsere Sprache noch unsere Kultur. Und plötzlich werden wir nur Nummern. Du gehst zum Arbeitsamt, so wird nicht gefragt nach deinem Namen, sondern welche Nummer hast du. Und plötzlich fühlst du einfach wertlos, bedeutungslos. Und dort hat Jesus Christus auch etwas für mich und für dich. Wenn ich nach Deutschland gekommen wäre, ohne an Jesus Christus zu glauben, ohne Hoffnung in Jesus Christus gehabt zu haben, wäre meine Integration und wäre mein Leben hier in Deutschland sehr, sehr, sehr schwierig. Beide, religiös zu sein, zu Gott zu kommen oder in einem Land zu kommen, wo du fremd bist, wo du nichts weißt, was los mit dir sein wird, wenn man diesen Halt nicht innerlich hat, wird man in einer Orientierungslosigkeit sein. In dieser Geschichte in Lukas 24 sehen wir diese 2 Jungs, die dort gehen und Jesus läuft mit ihnen und sie sehen ihn nicht. Aber die Geschichte nimmt eine Wende am Ende, als sagte, und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Ich habe Jesus erkannt im Sudan, ich habe Jesus erkannt auch hier in Deutschland. Und manchmal, wenn ich tief betroffen bin und manchmal, wenn ich mein Heimatland vermisse und manchmal, wenn ich nur am Rand dieser Gesellschaft fühle, ich begegne Jesus jeden Tag und er nimmt mich wahr und er liebt mich. Und zu diesem Jesus möchte ich dich heute einladen, dass du zu ihm kommst, egal welche Enttäuschungen du im Leben hast. Und dieses Hoffnungsfest wollen wir alle Jesus begegnen können, weil er uns begegnen möchte, weil er dich und mich unheimlich liebt. Jesus schenkt Hoffnung mitten in den größten Enttäuschungen unseres Lebens. So haben es die beiden Männer erlebt auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus. So hat es Jassir an verschiedenen Stellen erlebt. Gab es sowas auch in deinem Leben, dass du so eine Enttäuschung erlebt hast und dann gespürt hast, Jesus geht jetzt einen Weg mit dir mit? Ich glaube, ich bin jetzt nicht in dem Punkt sehr, nicht
normal, würde ich sagen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo von vornherein Enttäuschungen keinen Platz hatten. Also man durfte auch gar nicht so viel wünschen. Das war eine sehr, sehr schwierige Ehe, meine Eltern. Manchmal hat man das Gefühl, man muss eher überleben. Und wenn man darauf so gedrillt ist, keine Wünsche zu haben, dann ist man natürlich auch nicht enttäuscht, weil man nicht hofft. Und deswegen, auch wenn das seltsam klingt, ich habe nie ein Problem mit Enttäuschungen gehabt, weil ich nie gehofft habe. Weil ich von Anfang an also die Hoffnungen nie drauf gelegt habe, nur das gemacht habe, wo ich genau gewusst habe, das kann ich, das mache ich und das werde ich. Und deswegen hatte ich diese Enttäuschungen nicht. Es gibt nur einen einzigen Bereich in meinem Leben, wo ich konstant enttäuscht werde, und das ist die Ehe meiner Eltern. Also seit ich denken kann, seit ich beten kann, bete ich für die Ehe meiner Eltern, dass es sich doch irgendwie wendet. Sie sind immer noch zusammen, was ich schlimm fand als Kind, weil es eben so albtraumhaft war. Und ich mir eher eigentlich gewünscht hätte als Kind, dass sie sich scheiden lassen, damit endlich mal Frieden ist und das Zuhause wie ein Zuhause wird. Aber sie sind immer noch zusammen. Vielleicht ist es auch die Generation. Und ich habe echt gefühlt 45 Jahre gebetet. Und es ist eben nicht, manches hat sich geändert, aber es ist halt nicht insgesamt besser geworden. Und das ist für mich so ein Bereich und auch tatsächlich nur der eine Bereich, wo ich eine Enttäuschung erlebe, aber in dieser Enttäuschung, deshalb habe ich auch vorher gesagt, Wahrheit, dass eine Enttäuschung auch eine Kraft in sich tragen kann, wenn man in dieser Enttäuschung einer Wahrheit begegnet. Und diese Wahrheit ist Christus, und der bleibt gleich, auch in einer Enttäuschung. Und das trägt mich tatsächlich bis heute durch. Habe immer noch nicht die Hoffnung verloren, aber das bedeutet nicht, dass ich Enttäuschungen irgendwie als furchterregend empfinde, weil ich denke, auch da drin ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist nicht ein Ergebnis, sondern eine Person. Das heißt, das gibt dir auch Kraft, jetzt dran zu bleiben, wenn du sagst, du betest seit vielen Jahren dafür und man hat den Eindruck, es tut sich irgendwie nicht so richtig was, es ändert sich nicht grundlegend. Mhm. Ist das so dann trotzdem, dass dir das eine Kraft gibt? Ja, ich glaube, es ist auch die Kraft der fehlenden Alternative. Ne? Ich sage einfach, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt nicht beten? Das sind meine Eltern. Ich liebe sie trotz all ihren Fehlern. Und für mich gibt es nur eine Alternative, und die heißt Jesus Christus. Wann, wie, weiß ich nicht. Aber er ist die einzige Person, zu der ich gehen kann mit diesen Hoffnungen, mit diesen Enttäuschungen, die sich tatsächlich so konstant wie eine Welle durchziehen. Mhm. Ja, Sir, wie muss man sich denn das vorstellen, wenn du sagst, Jesus geht den Weg dieser beiden Männer mit? Und wenn du daran glaubst, dass Jesus das bis heute ja auch noch macht, du hast ja auch gerade erzählt von dir selber. Wie muss man sich das konkret denn vorstellen? Ist das so ein Gefühl, das einen irgendwie im Herz ergreift? Ist das was, was man sich verstandesmäßig klar macht oder vielleicht sogar einredet? Irgendeine Vorstellung? Woran kann ich das denn festmachen, dass ich weiß, jetzt bin ich gerade in einer Enttäuschung drin, aber Jesus geht mit mir diesen Weg mit und ich gehe diesen Weg nicht allein? Ich glaube, das ist nicht einfach eine emotionale Sache oder das ist irgendein etwas Wunder passiert oder so, sondern ich muss mir im Klar sein, ich bin jetzt im Boden zerstört, ich bin enttäuscht, ich kann meine Situation nicht verändern. Und ich glaube, in dieser Erkenntnis alleine nehme ich einfach einen Schritt und dann rede ich mit ihm, ob ich fühle oder nicht fühle oder ich sehe oder nicht sehe. Ich glaube daran, dass er da ist, und dann rede ich mit ihm. Und genauso wie Micha vorher gesagt hat, man kann mit Gott einfach so reden und sagen, hey, ich bin enttäuscht, das gefällt mir nicht. Wir dürfen mit Gott harren. Manchmal, das große Problem, was wir tun, wir reden mit uns selbst. Ja, und wir wissen, ich kann mir selber nicht helfen. Und dann fallen wir tiefer und tiefer und tiefer. Und deswegen für mich persönlich, der kürzeste Weg ist, zu Jesus Christus zu kommen und mit ihm zu reden. Im Prinzip einfach so, wie einem der Schnabel gewachsen ist, oder? Absolut, absolut. Ja. Und dann ist er da, er hört uns. Das ist eigentlich, was wir hier diskutieren. Das ist nicht irgendeine Idee, die wir cool gefunden haben oder dass wir nichts anderes zu tun haben, sondern diese Sachen haben wir erlebt. Er hat das erlebt, ich habe das erlebt, du auch. Und deswegen möchte ich, jeder, der uns heute hört, ja, und wenn man in dieser Situation ist, kann man das auch selber wagen. Und dann am Ende, glaube ich, man wird sich eine große Überraschung erfahren können.
Und manchmal schafft ja Jesus dann auch, also zumindest in dieser Geschichte, so einen richtigen Punkt, wo den beiden ja wirklich dann die Augen geöffnet werden. Sie ziehen da nach Emmaus, dann sagen die beiden, komm, bleib doch noch ein bisschen bei uns, lass uns was essen miteinander, bevor du weitergehen willst. Und dann bricht er das Brot, du hast das ja erzählt, und dann erkennen sie ihn plötzlich, dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Warum gerade diese Geschichte mit Brot, Brechen, Essen, Miham, was hat das für eine Bedeutung in dieser Geschichte? Und vielleicht dann auch für uns heute für eine Bedeutung? Also was mich an dieser Geschichte und dann auch an Jesus Christus, an diesem christlichen Gott so begeistert, und das habe ich in keiner anderen Religion gesehen, ich komme ja aus dem buddhistischen Land, ne, das 70% also oder 60% sehr buddhistisch geprägt ist, und ich habe das nirgendwo gesehen, dass ein Gott Frühstück macht für die Jünger, Johannes 21, dass er Kohlenfeuer macht und dann Fische brät und dass er da hockt und das Brot bricht, und das ist so Wahnsinn in einer, also ich bin so fasziniert, dass es eben nicht nur Kopf ist, und das sage ich ganz bewusst als Theologin, dass man Gott nicht nur auf dieser Kopfebene erkennt, sondern auf der ganzen menschlichen Ebene, mit Bauch, mit Gefühl, mit Dasitzen, Reden, Brot essen, dass Jesus diese Gestik, dieses Brot bricht und daran erkennt, dass es eben der Jesus ist, mit dem ich schon immer da gehockt bin und gegessen habe. Und das ist für mich eines der größten Geschenke, der größten Besonderheiten an Jesus Christus, dass er mit uns das Leben teilt. Und das Leben teilt heißt nicht nur mein Kopf, sondern mein Herz, mein Bauch, meine Hände, alles. Und das ist auch das, was das Abendmahl, das ist nicht nur irgendwie eine Tradition oder so ein Ritual, sondern im Abendmahl vergegenwärtigen wir uns ja das, dass Jesus eben nicht nur mein Kopf will, sondern dass er unser Leben will, mit mir Gemeinschaft hat, meinen Alltag. Und das ist etwas, was in diesem Abendmahl auch geschieht, dass Jesus die Gemeinschaft mit ihm den ganzen Menschen umfasst, alles, wer ich bin. Und dass es nicht nur eine Sache ist, wo ich in meinem Kopf mit meiner Erkenntnis abhake oder mit meinem Körper nur, ohne mein Herz. Ja. Ein Jesus, der ganz umfassend denkt. Flavio, wenn du jetzt heute an Enttäuschungen denkst, du bist erfolgreich unterwegs, aber erlebst natürlich auch Enttäuschungen. Wie hat der Glaube an Jesus dich im Blick auf Enttäuschungen verändert? Also ich würde sagen, ich weiß, wie tief ich fallen kann. Ich weiß, was mein Fundament ist. Ich habe festgestellt, dass, und das war eine wichtige Erkenntnis, dass ich nicht der Eigentümer meiner Firmen bin, ich bin nicht der Eigentümer von meinen Kindern, sondern ich bin ein Stück weit der Verwalter. Also Gott bestimmt mein Leben und er sagt, wo es hingeht und ich darf verwalten. Und ein Verwalter hört auf den, der Eigentümer ist, und es ist eine viel entspanntere Situation. Das heißt, wenn eine Krise stattfindet, weiß ich, der Eigentümer wird sich darum kümmern und wird die beste Entscheidung treffen. Und dann kann ich als Verwalter sagen, okay, ich stehe hier, sag du, was die nächsten Schritte sind, und wenn ich nichts höre, dann warte ich auf dich. Und da darf man in Beziehung einfach wachsen. Also je mehr Beziehung ich mit Gott führe, beten und mit anderen Christen Bibel lese, desto mehr verstehe ich ihn und desto besser kann man mit Krisen umgehen. Wenn man Krisen versucht alleine zu lösen oder rein weltlich gesehen, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, wo man nicht mehr weiter weiß. Hoffnung inmitten von Enttäuschungen, etwas, was die beiden Männer damals erlebt haben, und vielleicht auch etwas, wonach sie sich sehnen, wo sie sich wünschen, Mensch, so etwas möchte ich auch haben in meinem Leben. Dann wollen wir Ihnen heute bei Hoffnungsfest eine Möglichkeit anbieten, wie Sie einen ersten Schritt gehen können mit Jesus, sich das bewusst vor Augen führen können. Miham Kim Rauchholz wird Ihnen eine Möglichkeit vorstellen, wie das in Ihrem Leben anfangen kann. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, auf so einem inneren Weg an dieses Kreuz, nicht weg von dem Kreuz, sondern an diesen Ort, wo Gebet seinen Platz eigentlich hat, wo Jesus uns einen Raum eröffnet hat, wo wir all das, was uns belastet, die Enttäuschungen, die
Hoffnungen, die Wünsche, die Verletzungen ablegen können, bei ihm abgeben können und auch Heilung und Hoffnung und vor allem die Wahrheit, der Wahrheit begegnen können. Und ich möchte Ihnen ein Gebet zuerst vorlesen, damit Sie das einmal hören, und würde Sie dann danach einladen, dieses Gebet, wenn Sie möchten, gemeinsam mit mir zu beten. Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Ich danke dir, dass du immer unsere Erwartungen übertriffst in deiner Güte und Größe. Danke, dass du mich angenommen hast und ich jetzt ganz zu dir gehöre, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet soll Ihnen als eine Hilfestütze dienen. Manche von Ihnen, vielleicht wollen Sie das nicht laut beten, sondern im Herzen, wie immer, Sie auch beten. Und manchmal ist Gebet auch nur ein Schrei, Jesus, hilf. Es gibt so viele Möglichkeiten zu beten, aber wir möchten Ihnen jetzt dieses Gebet anbieten, diejenigen, die es möchten, dass Sie es gemeinsam mit mir zusammen beten. Und da möchte ich Sie jetzt zum Gebet einladen. Wir beten gemeinsam. Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Ich danke dir, dass du immer unsere Erwartungen übertriffst in deiner Güte und Größe. Danke, dass du mich angenommen hast und ich jetzt ganz zu dir gehöre, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, ob nun im Herzen oder laut, dann möchte ich Ihnen jetzt von Herzen auch zusprechen, dass dieser Gott, der mit uns unser Leben teilen möchte und der für uns alles gegeben hat, dass dieser Gott dieses Gebet von Ihnen erhört hat und dass er jetzt, wo immer Sie auch sind, bei Ihnen ist und vor allem für Sie ist. Ich renn los, was mich vortreibt. Es gibt so vieles noch zu sehen. Und halt dich an, ist es mein Herz, das laut schreit. Will ohne dich nicht weitergehen. Schritt um Schritt lässt mich der Zeiger nicht mehr los, doch meine Seele geht zu Fuß. Schritt um Schritt weiß ich, bei dir bin ich daheim, auch wenn ich's liebe, fort zu sein. Leb in zwei Welten, in keiner Wirklichkeit. Leb in zwei Welten, auf Suche nach Substanz. Leb in zwei Welten, in keiner Wirklichkeit. Leb in zwei Welten, im Rausch spricht sich der Glanz. Ein Komm und Geh, halt mich fest, wenn's mich fort. War viel zu lang nicht mehr daheim. Ich such nach dem, was mir bleibt nach unserer Reise. Werd ich mal angekommen sein. Schritt um Schritt lässt mich der Zeiger nicht mehr los, doch meine Seele geht zu Fuß. Schritt um Schritt weiß ich, bei dir bin ich daheim, auch wenn ich's liebe, fort zu sein. Leb in zwei Welten, in keiner Wirklichkeit. Leb in zwei Welten, auf Suche nach Substanz. Leb in zwei Welten, in keiner Wirklichkeit. Leb in zwei Welten, im Rausch spricht sich der Glanz. Und wenn die Zeit verstummt, wenn ich dann angekommen bin, wird all mein Großes ganz klar. Schau dich von Liebe an und sehe mehr als je zuvor. Ich weiß, mein Herz schlug nie allein.
Leb in zwei Welten, in keiner wirklich ganz. Leb in zwei Welten, auf Suchen nach Substanz. Leb in zwei Welten, in keiner wirklich ganz. Leb in zwei Welten, im Raum spricht sich der Glanz. Samuel Rösch mit dem Titel Zwei Welten. Vielen Dank. Und wenn Sie eben das Gebet mitgesprochen haben, dann ist das so, wie wenn die Tür in eine ganz neue Welt aufgestoßen worden ist, weil Jesus da ist, mitten in Ihren Enttäuschungen. Und dann machen wir Ihnen Mut, durch diese Tür hindurchzugehen und es zu erleben, wie Jesus mit Ihnen durch diese Enttäuschungen hindurchgeht. Wir wollen Sie ermutigen, Kontakt zu suchen mit anderen Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, um herauszufinden, wie das ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Suchen Sie den Kontakt zu einer christlichen Gemeinde, um mehr über Jesus und den Glauben zu erfahren. Und wenn Sie die Sendung alleine anschaut, dann schauen Sie doch mal auf unserer Website hoffnung21.de vorbei. Dort finden Sie verschiedene Kontaktmöglichkeiten, um über Ihre Fragen und das, was Sie heute Abend bewegt hat, ins Gespräch zu kommen. Per Telefon oder auch im Chat. Am Ende dieser Sendung ein ganz herzliches Dankeschön hier in unsere Runde an dich, liebe Miham, an dich, lieber Yassir und unseren heutigen Gast Flavio Simonetti. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere beiden Musiker Samuel Rösch und an der Gitarre Samuel Tiede. Vielen Dank euch beiden. Und bei Ihnen bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Interesse an Hoffnungsfest, Ihnen hier in der Eventkirche. Vielen Dank für den Besuch. Bleiben Sie hoffnungsvoll und seien Sie gesegnet. Tschüss aus Dortmund.